Was geht ab, ihr Orten Party People? Willkommen zurück hier zu Shadow of Tomb Raider. Wir sind, Holz. Wir sind ja das letzte Mal hier aus dieser ewig langen Geschichte zurückgekehrt, quasi schon da an die Zivilisation, an den Rand der Zivilisation. Da ist der Eingang. Das ist die Zivilisation. Und da habe ich gerade mal das Überlebensversteck gesehen auf der Karte, als ich mich gerade mal hier so Revue passieren lassen musste, was wir eigentlich letztes Mal gemacht haben. Denn das habe ich schon wieder alles völlig vergessen. Und das ist alles viel zu lange her. Komme letzter Zeit so ultra unregelmäßig zum Aufnehmen. Zwecks der drei Schichten, die ich habe und so. Das ist, naja. Aber so ist es halt einfach. Aber ich bin froh, dass ich das Spiel überhaupt hier let's playen kann, dass ich da... Deswegen ist es halt auch mit dem Upload, mit den Upload-Zeiten alles... Ich mache das jetzt irgendwie immer nur am Wochenende jeweils eine Folge. Aber ich komme halt echt schwerlich momentan dazu. Und ich hoffe, für die drei Menschen, die das vielleicht sehen, ist das okay, dass sie da warten. Wenn nicht, dann sorry. Aber geht halt momentan einfach bei mir nicht anders da. So, gehen wir mal zurück. Stampf, stampf, stampf. Vater Toten. Jonah in den Ruinen treffen. Ja, okay. Dann gehen wir doch mal in die Ruinen zurück. Ich gehe ja mal davon aus, dass es in diese Ruinen geht. Ja. Jonah? Wir sind unten. Heiliger. Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor, wir treffen uns dann dort. Will die mich verarschen? Das ist doch ganz neu gerade entdeckt worden. Woher will sie denn einen anderen Weg kennen? Was ist denn das für eine Nummer? Warum holen sie nicht einfach eine Säge und sägen die Scheiße durch? Macht's mit den Beinen kaputt? Alter, ich kenne einen anderen Weg. Mann, die labern doch. Naja, gut, okay. Ah, es ist halt Modus operandi. Wir müssen halt quasi alles alleine bestehen. Nur in den ganz schlimmen Momenten bekommen wir Hilfe. Alter, Vater, das sieht die Unnahme aus. Ach so, eine Sache noch zu sagen. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal nicht gesagt. Mir ist aufgefallen bei den Folgen. Ich schaue ja nicht immer alle Folgen komplett durch, ja. Und deswegen ist mir das irgendwie nie ganz aufgefallen. Ich skippe immer so ein bisschen durch die Folge und schaue mir das an, was so passiert ist, um entweder ein gutes... Oh, oh. Na, Gott sei Dank. Um ein gutes Thumbnail zu bekommen und wie gesagt halt nochmal so Revue passieren zu lassen, was da so passiert ist, was wir gemacht haben. Da ist mir nie aufgefallen, dass meine Stimme, wenn es ein bisschen leiser geworden ist, dann ein bisschen abgehackt ist, weil ich dann halt versucht habe, weil ich gerade halt leiser gesprochen habe oder so und da fehlen halt einfach Silben oder teilweise ganze Wörter und dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich entschuldigen. Das war mir nicht bewusst und war auch nie mein Plan gewesen. Da waren die Filtereinstellungen in OBS einfach für den Arsch. Ich weiß nicht, was da passiert ist, beziehungsweise was ich da getan habe, dass die da so für Arsch war. Muss man einfach mal so ganz gnadenlos sagen. Ja, ich hoffe, dass es nicht zu sehr gestört hat. Ich habe mir das ein oder andere Mal dann was angeguckt und habe mir gedacht, so, boah, da liegt die Leiche einfach so rum. Das ist schon ganz schön nervig, aber die harten Fans, die Core-Fans, ja, denen ist es egal, die ziehen durch. Und Lara kriegt hier gerade echt Probleme. Was will man machen, wenn man sich durch so eine Walte zwingt? Da ist eine Luftblase, da ist Luft, da ist Luft, da ist Luft, da ist Luft. Fuck. Ja, direkt wieder abtauchen. Diving down hier. Ich wollte gucken, ob da noch irgendwas ist. Ja, toll. Schnell. Also hier sind alle unterwegs. Alte. Alle Rhinos. Luftblase, ja. Also wie gesagt, das muss ja eigentlich eine relativ offene Höhle sein, wenn da so brutales Licht reinkommt, ja. Dann kann das ja jetzt nicht hier einfach so... Oh, fighten wollte ich jetzt nicht, sehr gut. Da kann das ja jetzt nicht einfach so irgendwie 10 Kilometer unter Meeres... unter 0 Meter sein.
Ja, ne? Meeresboden. Meeresboden, Ecke Pendel. So, Weg zur verborgenen Stadt, die Prüfung der Spinne abschließen. Ja, okay, alles klar. Das ist dann wohl die Spinne. Ey, Goldkettchen. Oh, Beer Breaker Style vom A-Team, weißt du? Der Jonah, Goldkettchen. Ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Ach, ne. Hier waren Menschen? Dass das jetzt keine Spinnen gebaut haben, sollte ja wohl schon irgendwie klar sein. Allein der Holzsteg, mal ganz davon abgesehen, ja. Lara. Nein. So, gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Darüber kommen. Fuck. Schwester, sehr gut. Funktioniert. Wie gesagt, ich habe echt schon wieder viel zu lange nicht gespielt und habe eigentlich keine Ahnung, was wir tun müssen. Aber ich hoffe, ich habe die Steuerung schon wieder ganz verlernt. Das Gute ist, ich habe jetzt die Woche Nachtschicht. Das heißt, theoretisch kann ich jeden Tag ein bisschen aufnehmen. Jonah, eine Folge oder zwei. Falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg. Bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Passiert hier? Wo geht's hier hin? Okay, das ist schon wieder viel zu viel hier. Okay, hier geht's zurück. Habe ich mir schon fast gedacht, wo geht's da hin? Nicht lineare Spiele, die linear sind, aber eine nicht lineare Spielwelt haben, so rum, sind für mich immer der absolute Horror, weil normalerweise versuche ich halt immer erst die anderen Wege und dann den Hauptweg zu laufen. Aber woher weißt du, was der Hauptweg ist, wenn ja der erst dieses Wert von meiner Arbeit hauptsächlich unter Wasser in Erzadern gefunden wird, für Geschäfte mit Händlern verwendet? Woher weißt du quasi, was der Hauptweg ist? Also ich meine, das ist normalerweise sehr offensichtlich, aber kommt man nochmal automatisch in die andere Gänge? Also wird man da nochmal reingeführt oder muss man da rein stampfen, weil man es erleben will? So, also jetzt sind wir da hoch, runter, also rechts runter und links kommen wir dahin. Da sollen wir also anscheinend nicht hin, weil da waren wir gerade gewesen. Und was ist jetzt hier? Okay, also dann sind wir hier anscheinend falsch. Weil das ist ja dann da oben. Nein. Nein, geh hoch. Merkwürdig. Jetzt müssen wir hier so lang laufen. Zack, da kommen wir dann da hoch. Kommen hier hin, wo wir das... Ja, der hat es gerade gefunden. Uns hier die Jungs an, sagen alles klar. Scheiße auf die. Dann haben wir hier einen merkwürdigen Gang. Der, wo jetzt der andere auch noch dazu kommt. Du kannst wieder hoch. Da kommt der andere Gang raus und sind wir jetzt hier. Ach! Halt an Felsen, werfen sie mit innen die Axt. Bums. Das habe ich nicht gesehen. So. Mal ein bisschen Schwung holen. Zack, und schon sind wir drüben. Ah ja, alles klar, siehst du. Gut, dass da doch nochmal die Umwelt ein bisschen Hilfestellung gibt manchmal. Prüfung des Adlers. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwo hinfliegen. Nicht darunter, würde ich sagen. Das ist ein bisschen sehr tief. Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Wie hoch wir hier auf einmal sind, What the fuck? So. Also erstmal den offensichtlichen Weg gehen. In der Hoffnung, dass wir nichts Großartiges verpassen. Dafür muss man halt nochmal hierher kommen. Ich habe ja schon wieder groß getönt, dass ich hier mein 100% Let's Play wohl am Ende dieser Prüfungen machen werde. Außer die verborgene Stadt, hoffe ich, aber was noch? Antworten. Ich erwarte, Antworten zu finden. So, die Frage war gewesen. Die hat ja jetzt einen Schalldämpfer drauf.
Und die auch. Nee. Genau, die hat nämlich kein Schalldämpfer, ne? Wir nehmen halt die mit dem Schalldämpfer und pimpen die halt des Todes nach oben. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal öffentlich gemacht hatte, dass ich hier halt die Waffen alle so durchgegangen bin. Und also diese Waffe erreicht halt auch fast diese hier, ja. Da fehlen dann halt überall so ein bisschen was, aber ja, mein Gott, ist halt so, ja. Hier, die kann man halt nicht updaten. Also keine Ahnung, wie da der andere Aufsatz aussehen soll. Was, oder vielleicht bekommt man da dann noch einen Schalldämpfer oder so, keine Ahnung, aber das ist halt bei dem hier relativ ähnlich, ja. Du hast hier quasi den Pucker-Hux-Bogen, ja, und den hier kannst du fast darauf updaten, wenn die halt komplett durchziehst, ja. Und dann ist das für mich auch okay, weil ich finde, ja, ich weiß nicht, ich finde die Originalsachen immer ein bisschen besser, ganz ehrlich sagen, ja. Also muss man nur die Feuerrate ein bisschen hoch und dann ist der schon fast auf dem Level. Und bei dem, naja gut, okay, keine Ahnung, wo der noch hin will. Der ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Hier könnte man eigentlich viel mehr die Sachen reinstecken. Das wäre viel sinnvoller. Wir machen ja sowieso nichts mit diesen, mit den Ressourcen sonst. Ja, also kann man das ja auch locker dann hier in die Ressourcen einfach reinstecken. Hier können wir nichts mehr machen. Ich habe das halt alles mal ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann echt nicht sagen, ob ihr da dabei wart. Ich glaube nicht. Ich glaube, das habe ich alles auf Stream gemacht. Ist ja auch egal. Wir machen weiter. Das Holz können wir mitnehmen. Wir müssen auch immer alles schön verbrauchen. Das ist wichtig, damit wir halt, wenn wir hier was sehen, damit wir halt etwas Neues sammeln, sich das auch lohnt, weil das laufen wir immer nur dran vorbei und irgendwann fehlt uns der ganze Scheiß. Hm? So, next. Ach du Heilige. Sie steht noch, nach Jahrhunderten voller Stürme und Erdbeben. Krass. Scheiße. Okay. Was war das? Eine Tür? Ja. Nein. Okay, das war jetzt der unpassendste Augenblick zu sterben. Wenn man sich überlegt, dass sie da auf diesen Dings gefallen ist. Okay, wir müssen mal. Ach krass. Das ist ja krass. Gehen die unteren auch an? Ne, die unteren gehen nicht an. Ja, okay, jetzt die große Frage. Wie kommen wir hier rüber? Ja, ich glaube, das funktioniert nicht, oder? Ja. Den offensichtlichen Weg habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Was könnte denn hier... Also, ich habe jetzt... okay, nee, doch nicht. Das wäre wohl der offensichtlichere Weg. Also da war mein Rüberspringer jetzt auch nicht so weit ab vom Kurs, ja. Also möchte ich mal kurz behaupten. Wäre eine Leiter, wenn es richtig herum wäre. Ja, dann tun wir das doch richtig rumdrehen. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Scheiße. Ah. Danke für die Hilfestellung. Ja, komm, hier waren wir doch quasi schon gewesen, ey. Selbst da gespannt, was hier jetzt passieren wird. So, okay, wir haben da. Muss man nicht benutzen oder was? Das muss man für nichts benutzen hier. Das ist doch so nutzergeil. Okay, gehen wir einfach mal an vorbei. Ah, okay, krass. Ich hab echt gedacht, sie kann einfach da, also sie klettert einfach da weiter. Also ich habe echt keine Ahnung. Ich sehe tatsächlich einfach gerade aktuell den Pfad nicht, wo wir hin wollen und oder hingehen. Tja.
Das war der letzte Moment gewesen. Ich bin echt gespannt, was wir hier gleich machen werden. Also geht ja anscheinend darum, dieses eine Teil zu drehen, ne? Nicht wahr? Ja, okay. Zack. Bang. Sieht vielversprechend aus. Oh, jetzt hat's. Okay, cool. Beeindruckend. Okay. I see it. Okay, Moment. Die Frage ist, wo müssen wir eigentlich wieder drauf? So, ach da. Kurz einen Moment warten. Und hoch. Geschafft. Jawohl. Cool. Okay. Also die Teile da unten, weil die sich jetzt drehen, drehen die da diese Dinge. So, das heißt, wir müssen da jetzt nach oben. Die geht noch nicht. Da müssen wir also den nächsten Flügel entklappen, sozusagen. Für den mittleren. Ne, warte mal. Mehr Segel. Da, das sind die Segel. Alles klar. Ich sehe das Problem. Die Frage ist nur, wo ist jetzt der Point of Action? Damit wir die Dinger antreiben können. Alles gut, Lara? Dankeschön. Ich dachte, er hätte so einen epileptischen Anfall oder so. Wäre nicht so nice. Ja, ich habe schon gesehen. Ich wollte mal testen. Alles klar. Wow. Okay, alles gut. Das war knapp. Jo, das war es echt. Vor allem, man konnte nicht. Ich habe eben gedacht, man kann so geil nach links. Ja, da kann man runter. Was passiert hier? Okay, nichts. Sehr gut. Gut zu wissen. Hier gibt es irgendwas. Nice. Mal ein bisschen was zum Schreiben. Bildliche Darstellung als Sprichwort. Versteckt kein gutes Essen vor Gästen, sonst verwandelt es sich in Würmer. Okay. Ich muss die Mittelsäule erreichen. Hä? Okay, erstmal. Also. Ich gehe ja mal davon aus, dass man jetzt hier durchschießen muss, ne? Wo ist denn der? Wo ist denn der Point? Oh, was kaputt machen? Man kann. Und was ist jetzt kaputt gegangen? Was ist das jetzt hier? Hä? Noch verstehe ich das Ziel nicht, weil das ist jetzt, was ist das jetzt hier? Das könnte klappen. Hallo. Sehr gut. Verdammt, der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Moment, nein, stopp. Halte ein. Sehr gut. Schnell. Alter, läuft es todeslangsam. Zack, easy. Ja, das hält. Ist doch kein Problem, ist doch gar kein Problem. Guckt euch das an, wunderbar. Geile Meile, ey. Gut. Jetzt dreht sich die Leiter. Perfecto, Marco. Mann. Jetzt habe ich gerade echt damit gerechnet, dass es sich ein bisschen schneller dreht. Aber das war mein Fehler, ganz klar. I know it. Ja. Da zu kurz gehakt, weil sie den Kram abweisen musste. Okay. Stopp, fest. Ich brauche einen anderen Weg nach oben. Was heißt jetzt einen anderen Weg? Ja,
Okay, also wir müssen da hoch. Lass mich mal schauen. Also von da sind wir gerade gekommen, ne? Wo kommen wir da hin? Da kommen wir da wieder dahin, wo wir eben gerade waren. Da kommen wir zum Anfang. Das wäre ja dann eigentlich der Weg hier, ne? Also hier hätten wir dann... Hier wären wir dann hochgegangen. Ja, können wir uns nirgends... Ah, okay, alles klar, ich sehe es. So, Moment. Mal ganz kurz gucken, wie sich das hier gerade verhält. Was passiert? Warum? Was? Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt, warum wir Schaden bekommen haben. Okay. Na, next try. Das wird ja wahrscheinlich der korrekte Weg sein, schätze ich mal. Okay, ich schätze mal, dass wir deswegen Schaden bekommen haben. Haben wir jetzt hier irgendwas, was uns runterbumst von dem Steg hier? Nee, nein, cool. So, das sieht doch auch nicht so schlecht aus. Und rüber. Jawohl, und jetzt um die Säule herum. Wunderbar. Okay, der Plan hat funktioniert. Und weiter. Wow, okay. Also auf das nächste gerade Stück warten, oder was? So. Nein. Bleib dran. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir denn jetzt hin? Drehen sich doch alle, oder? Ja, die drehen sich alle. Und da oben dreht sich auch alles. Wir müssen jetzt da drüben hin. Nein, da kann man... Oh. Ach, da. Okay, alles klar. Ich seh's. Roll mal weiter. Zack. Oh, oh. Ach komm, Alter, echt? Oh, wo sind wir jetzt? Wie? Warte mal. Dahin. Ah ja, alles klar, jetzt, da waren wir gerade gewesen. Ja. Hochziehen, rüberlaufen, alles gut. Ich hab meinen Plan wieder, ich weiß wieder, wo wir sind, so rum. Ich hab keinen Plan, also ich hab auch einen Plan, aber... Wir haben gerade den Absprung einfach nicht geschafft. Das war das Problem an der Sache. Aber das werden wir jetzt auch lösen. Jetzt haben wir ja schon mal so einen ungefähren Peil, wo es so lang gehen soll. Das schaffen wir. Jawohl. Nice. So, jetzt. 1, 2, 3. Hopp. Hopp. Nein, warum? Hält die... Hä? Nein, stopp. Was? Lara, was ist denn los? Wir müssen noch zack, da hoch. Komm. Okay, dann. Und weiter. Wir müssen. Moment. Kurz angucken. Kann ich hier nicht mal. Was ist denn. Warum? Okay, so. Also, wir sind da. Dann gehen wir nach dort. Und dann haben wir von da mit einem Doppelsprung da hoch. Und warum geht das die ganze Zeit nicht? Das sind doch alles dieselben Wände. Da können wir doch überall mit einem Doppelsprung nach oben. Das will sie aber gerade die ganze Zeit nicht machen. Jawohl. Nice. Genau, hat es funktioniert. Ja, gut.
Macho. Alles klar. Hodan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Ja, ne? Ganz schön großer Vogel. So, jetzt ist die große Frage. Was war denn das? Das dreht sich, gell? Cool. Also müssen wir... Können wir da reinspringen? So gerade, gnadenlos mäßig? Oder ist das jetzt einfach erst zu weit weg wahrscheinlich? Wir müssen da runter. Sonst wäre das ja nicht dort, wo es ist. Ja, tatsächlich. Vorsichtig. Was war, warum? Nein. Nicht dein Ernst. Oh, Alter. Was denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Echt hochspringen? Um Gottes Willen. Alter. Oh Mann, mach schnell. Mach schnell. Was? Alter, Verwalter. Jonah? Die Adlerprüfung ist erledigt. Die verborgene Stadt kann nicht mehr weit sein. Ja, danke. Ich bin auch erledigt. Fertig mit den Nerven. Also das war krass. Das war krass gewesen. Also das ist nicht schwer und alles, aber das ist halt... Das ist super geil inszeniert. Und es ist jetzt auch schon wieder an der Zeit, euch verabschieden zu müssen. Es tut mir herzlich leid. Macht euch mal Gedanken darum, wer sowas konstruiert. Das sind krasse Leute. Ich meine, da sind überall Klingen und so dazwischen, dass man da nicht hochklettern kann. Ich meine... Wie, was muss in einem los sein, dass man sich sowas überlegt? Ich meine, das ist aber Zitat aus, auf jeden Fall. Ja, danke fürs Zuschauen bis hierhin. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, Nacht, wohin auch ihr seid, wo ihr euch das anguckt. Bis dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.